Tee? Hm? Möchten Sie ein Tässchen Tee, lieber Freund? Ja, ja, gerne. Ich dachte, Sie wollten wieder, dass ich einschenke, so wie immer. Aber nein, nein, nein. Lesen Sie nur Ihre Zeitung weiter. Was ist denn jetzt passiert? Was meinen Sie? Ach, nichts. So, bitte, Ihr Tee. Danke. Sehr gern. Also. Was ist denn da im Treppenhaus los? Wonach hört es sich Ihrer Meinung nach denn an? Na, als ob sich Mrs. Hudson mit jemandem streiten würde. Mit Mrs.? Miss Mapleton. Ach ja, richtig. Ihre äußerst gewöhnungsbedürftige Cousine. Genau. Das machst du immer mit mir. Dass du immer gleich solch ein Fass aufmachen musst, wenn ich einmal? Dir passieren solche Fehler doch laufend. Da sollte man vielleicht dazwischen gehen, oder? Tun Sie sich keinen Zwang an. Mrs. Hudson? Sind die etwa zu Hause? Wie du hörst, sind sie es. Dr. Watson? Ist alles in Ordnung? Nein, beileibe ist es das nicht. Würde ich mich sonst wohl so echauffieren? Naja. Meine Cousine hat einen Tisch im Pointed Shoe reserviert und die beiden Gentlemen... Die uns begleiten sollten? Ja, die hat sie für den falschen Tag dazu gebeten. Es war doch nur ein Zahlendreher. Zahlendreher? Also das tut mir aber wirklich leid. Ja, mir auch. Seit Tagen schon freue ich mich auf diesen Abend. Das wäre endlich mal eine hübsche Abwechslung im ewigen Einerlei meines traurigen Daseins gewesen. Och. Jetzt übertreibst du aber. Ich übertreibe nicht. Ich bin bloß ehrlich enttäuscht. Ja, das bin ich. Sie haben sich ja richtig rausgeputzt. Auch das. Steht Ihnen. Danke. Ist das ein neues Kleid? Ist es. Ist Mr. Holmes denn auch da? Ja, er ist auch da. Das ist doch wunderbar. Vielleicht möchten Sie beide uns ja begleiten. Das fehlte noch. Marjorie. Was? Ins Pointed Shoe wollen Sie gehen, sagten Sie? Ja, genau. Es ist sehr exklusiv. Sehr, sehr. Ja, ich weiß. Da wollte ich immer schon mal hin. Unverhofft kommt oft Dr. Watson. Das ist doch die Gelegenheit. Stimmt. Was für eine reizende Idee. Wir ziehen uns nur schnell um. Bis gleich. Bis gleich. So was. Sind Sie wahnsinnig? Ich finde, es ist mal wieder Zeit für eine gute Tat. Bin ich ein Pfadfinder? Wir haben doch nichts weiter vor. Ja, stimmt. Aber deshalb muss man doch nicht gleich durchdrehen und die erstbeste Einladung annehmen. Wer weiß, wofür es gut ist. Das kann ich Ihnen sagen, wofür das gut ist. Außerdem wollte ich immer schon mal in dieses neue Tanzlokal. Schön. Aber muss das unbedingt mit Marjorie Mapleton sein? Sie hat ein Herz aus Gold. Und Haare auf den Zähnen. Ach, haben Sie nicht gehört, wie sie sich gefreut hat? Oh ja. Das hat mein Herz sehr angenehm erwärmt. Ich hingegen freue mich ganz und gar nicht. Darauf kommt es jetzt zur Abwechslung aber einmal nicht an. Wie?
Hopp, hopp, Abendgarderobe anziehen. Wir wollen die Damen doch nicht warten lassen. Das werden Sie mir büßen. Mal nicht so griesgrämig, ja? Sie wollen uns Vieren doch nicht den Abend verderben. Sicher wird es ganz nett. Ganz nett? Jawohl. Los jetzt. Nur unter Protest. Tja, von mir aus.